Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot EU. Heute stehen wir an dem Stand von Frank Turbine. Neben mir steht Alfred Frank. Und wir wollen heute etwas über deine Zackenturbine hören. Ja, es ist eigentlich nicht viel zu hören. Also schon zu hören, wenn man Flieger fliegen sieht. Aber wie das genau funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Aha. Ja, weil es funktioniert halt einfach. Ihr habt hinten an den Zacken, also hinten am Ausgang quasi jetzt hier Zacken gemacht. Das ist experimentell gelaufen. Genau, das ist nur Experiment, aber wie schon gesagt, kann man nicht sagen, warum das jetzt leiser geworden ist. Das ist ungefähr 4 Dezibel leiser und hat ein schöneres Abgasgeräusch. Es klingt dümpfer und sauter einfach. Ja. Das haben wir gestern mitgekriegt. Also jede Erhöhung eines Dezibel ist ja für die Akustik eine Verdoppelung des Schalls, also des Schalldrucks. Ja, ungefähr, und deswegen haben wir jetzt quasi, wenn man 4 nimmt, dann hätten wir 8, also 8 dB, eigentlich gefühlte dB, weniger. Gefühlsmäßig. Das, Ja. Das heißt also, es ist erstaunlich leiser gewesen. Man hat das gestern im Display gesehen. Ja. Und ich habe es schon erwähnt, diese neuen Frank-Turbinen, die FT220 mit der Geräuschreduzierung im Schubrohr, sind hier verbaut. Dazu muss man auch immer sagen, Flugmodelle dieser Kategorie, diese Klöpper, brauchen auch ein stabiles Einziehfahrwerk. Und geflogen wird es aktuell auch hier in dieser Maschine? Auch hier in dieser Maschine. Und da hat er auch hinten, wenn er mit der Kamera nach hinten geht, er hat auch hinten Zacken an der, am Schubrohr. Am Schubrohr? Am Schubrohr auch, ja. Dann wird er noch leiser. Okay, also jetzt hast du es nicht nur hier, sondern am Schubrohr selbst. Schubrohr hinten auch, ja. Was zeichnen deine Turbinen noch weiterhin aus? Also sie sind leichter wie die anderen. Also gewichtsmäßig. Ja, gut. 1580 ungefähr. 1580 Gramm für was? Das Lübeck, das Gewicht. Also das Gewicht von dieser Maschine. Das Gewicht von Das Lübeck. Ist eine 180er? Das ist ein, nein, das ist ein 250er. 250er. Ja. Aber das noch leider ohne Anlasser, weil es doch, die Firma hat noch nichts gemacht für mich jetzt. Ist nicht fertig geworden, sagen wir mal so. Ja, okay. Ja. Okay. Aber im Grunde genommen, bei dir sind die innen drin, die Filter sind außerhalb oder innerhalb, sind die Motoren? Was für Filter? Ich meine jetzt der Filter, den du einbaust. Ist das jetzt schon, oder auch der die Pumpe, ist die außerhalb? Nein, das ist alles außerhalb. Das ist alles außerhalb? Ja. Es gibt innen nur das Ventil vorne. Okay, ja. Okay, und dann ist alles außerhalb? Ja, vorne unterm schwarzen Deckel, kann man ja schauen, oder? Ja. Unterm schwarzen Deckel hier, dann befindet sich nur eine kleine Elektronik und Filter, zwei Filter, einmal für Zuleitung für den Kerosinstart und der Filter für die Öldrossel. Sonst haben wir eigentlich nichts drin. Das Ventil ist noch drin, ja. Das haben wir schon besprochen. Na super. Ja, das wäre eigentlich alles. Aber sonst nackt einfach so, einfach mal heben. Das ist nicht schwer. Was ist das, eine 180er? Das ist eine 220er. Steht aber oben dann. Wenn FT-25. Ja, ist okay. Ja. Wie viele Turbinen sind denn jetzt schon verkauft worden von Frank Turbinen weltweit? Oh, darf man das überhaupt sagen, wegen der Konkurrenz? Wieso? Ja, ich meine, naja, ich bin ja nur Alleinunterhalter, oder? Ja, okay, mach mal. Ja, knapp 2000. 2000, das ist schon beachtlich. Ab 2000. Also ab Jahrlang 2000. 2000 Stück, das ist ja beachtlich. Lieber Alfred, schön, dich mal kennengelernt zu haben. Und zum Schluss, Modellfliegen ist? Spitze. Danke dir. Ciao.